dass man also über ein Volksbegehren den Nationalrat dazu bringt, darüber nachzudenken, dass man eine Urabstimmung macht über den ORF. Deswegen interessant bei den zwei Herren, dass das eben keine Kampfansage ist. Ja. Schon ein wenig, ja, dass man sagt, so, wir schauen jetzt, dass wir etwas auf die Beine stellen, dass die Menschen oder die Bürger in Österreich da mitreden können. Okay. Sehr fragwürdig, dass man den Weg so gehen muss, ja, weil der Nationalrat, dem ist das scheinbar scheißegal. Ja. Ist so. Es ist ja scheinbar im ORF scheißegal, ja, weil da wird einfach bestimmt, so, das sind so und so viele Euro und das sind wir wert und deswegen müssen wir das zahlen. Deswegen finde ich den Ansatz eigentlich nicht schlecht. Was schon wichtig ist zu erwähnen, es geht da nicht um ein ORF-Bashing. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Ich finde schön, was er sagt. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Hier bin ich. Hallo, grüß euch. Servus. Danke fürs Einschalten. Guten Tag. Und jetzt die Meldungen des Tages. Das Thema heute ist der ORF. Öffentlich-rechtlicher F. Rundfunk natürlich, aber bitte. Und man muss jetzt ehrlicherweise sagen, der ORF erfüllt zum Teil den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Da bin ich völlig dieser Meinung und ich bin auch der Meinung, dass auch sehr viele Mitarbeiter im ORF sehr gute Arbeit leisten. Nicht alle, aber viele. Der hat nämlich jetzt ein kleines Problem, denn die Anwälte von Höllwart und Scheer, und zwar der Höllwart und der Scheer. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Die waren bei Ö24 und haben am Montag präsentiert, was sie sich vorgenommen haben, um diese Haushaltsabgabe zu bekämpfen. Und wir zwar, wir haben ja eine kleine, aber feine Vergangenheit mit Höllwart und Scheer, weil wir sie damals auch beim Impfpflichtsvolksbegehren unterstützt haben. Kommen wir jetzt mal nicht mit dem, wir machen die Gesetze, das stimmt, aber es braucht auch eine breite Basis für wesentliche Eingriffe. Und deswegen in alter Tradition, nicht wahr? Ja, wir fühlen mich gar nicht so kämpferisch, weil wir haben uns das gerade vorher jetzt im Vorfeld angeschaut und ich finde, dass wir gar nicht so kämpfen, sondern eher schauen wollen, wie es dieses Thema verbessern wollen und das finde ich interessant. Naja, du meinst, dass nicht so aggressiv reinfahren, sondern das einfach so ganz easy so. Schauen wir mal, wie das ist mit der Demokratie, schauen wir, ob das funktioniert. Genau. Meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie schauen alle so ernst. Es ist in Wahrheit ein wunderschöner Tag heute. Es ist Volksbeteiligung heute zum Thema. Ich würde sagen, wir machen es ja auch nicht aggressiv. Wir sind auch nette Leute. Und deswegen werden wir da halt ein bisschen reinfahren. Ich will mich nicht beruhigen. Wir müssen eigentlich froh sein, weil das ist der Inbegriff der Demokratie. Deshalb sind Sie ein bisschen netter und schauen Sie ein bisschen freundlicher. Das ist, erschreckt mich ja fast als Bürger. Bevor wir uns jetzt das Thema anschauen, dürfen wir uns, müssen wir uns und sollten wir uns bei unserer Community bedanken, die uns wieder unterstützt. Und zwar beim Herbert S., der uns geschrieben hat, Spende, 0. Smiley. Danke, lieber Herbert. Der Robson hat uns geschrieben mit den Worten, ohne dem Steirerburm und dem komplett entwurzelten Salzburger geht es halt doch nicht. Jetzt wird wieder geschaut, liebe Grüße von Roberto Imablanco. Danke, willkommen. Willkommen zurück, Robson, und herzlichen Dank. Ein bisschen Spaß sein. Danke auch an Brigitte E. Sie schreibt uns nur Spende. Wir sagen danke, liebe Brigitte. Okay. Otto R. hat uns geschrieben, für zwei Hamburger mit Pommes, wenn ihr mehr wollt, dann hackelt's mehr. Zwinker-Smiley. Dann nimmt er ein bisschen den Ball auf von unserem Lieblings-Carly. Dann ist das auch eine gute Gelegenheit, über den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu diskutieren. Herzlichen Dank. Danke auch an Daniela S. Sie hat uns geschrieben, Dauerauftrag, Spende für sinnvolle Berichterstattung. Haha, passend zum heutigen Thema. Spaltung statt Integration sei das Ergebnis. Dankeschön. Dankeschön. Die Hedwig H. hat uns geschrieben, Haushaltsabgabe freiwillig. Was zur heutigen Sendung passt, sei dann umso besser. Ja, man merkt in der Bevölkerung und bei den Zusehern, gell, da brodelt was. Fast eh. Wenn der ORF zu Spenden aufrufen würde, gell, dann wäre schnell der Ofen aus, aber naja. Also das muss miterlebt haben. Das Wetter. Herzlichen Dank, liebe Hedwig. Danke auch an Anonym, der uns geschrieben hat, hier sind die Kohlen. Das klingt schon viel besser. Herzlichen Dank, Anonym. Danke auch an das Institut kultureller Kompostierung, die uns geschrieben haben, Narrativ lässt sich ohne Narr nicht buchstabieren. Institut kultureller Kompostierung. Danke, liebe Grüße nach Tirol und danke für die Spende. Dankeschön.
Rita P. hat uns außerdem gespendet mit den Worten freiwilligen Haushaltsabgabe aus UU in OÖ. Nudelpunkt, Smiley. Danke. Herzlichen Dank. Und auch die Elvira R. hat uns geschrieben, danke, dass ihr mir den Schabernack der Woche knackig zusammenfasst. Sehr gern. Sehr gern. Dankeschön. Und zum Schluss danke auch an Markus L. Er hat uns geschrieben, Haushaltsabgabe für unabhängige Berichterstattung. Liebe Grüße, Taz. Erstens danke, aber wirklich auffällig, gell, dass diese Haushaltsabgabe wirklich ein Thema ist. Und lass uns nachher, wenn wir über das Thema reden, kurz einmal andenken, was wäre, wenn der ORF das so machen wird. Ja. Freiwillige Spende. Aber dann müsste er vielleicht auch ein bisschen schauen, was die Community, gell? Genau. So will, nicht wahr? Zu glauben, es geht gar nicht politisch, ist natürlich eine Vorstellung, die absurd ist. Scheint alles Schwachsinn zu sein. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, und zwar indem ihr uns spendet. Ich blende euch etwas ein. Oder ihr schaut zu unseren Partnern in unserem Beschreibungs-Merch-Link und schaut, ob es da was gibt für euch, was euch vielleicht sogar passen könnte. Über dem Sackerl ist leicht, gell? Nö. Und somit kommen wir zum ORF. Und zwar zu Höllwart und Scheer, die zwei Anwälte, die kennt man aus der Impfpflichtsgeschichte. Weil wir eben davon ausgehen, dass der Herbst unter Umständen noch massivere Einschnitte haben wird, sind wir so davon überzeugt, dass es wichtig ist, das Volksbegehren zu unterstützen. Und die waren jetzt bei Ö24 und haben präsentiert, was sie jetzt machen wollen, um dieser Haushaltsabgabe, die am 01.01.2024 in Kraft tritt, was sie dagegen tun. Was ist der Plan? Man kann also unter orf-volksbefragung.jetzt sich da ein bisschen erkundigen. Mhm. Schön, dass du sagst, wir kommen jetzt zum ORF. Na? Wir kommen jetzt zur OE24, weil natürlich der ORF diese zwei Herren nicht einladet. Ja? Zufall? Zufällig, ja. Und scheinbar OE24 damit den Bildungsauftrag aufnimmt. Und die Bevölkerung da ein bisschen aufklärt, was diese zwei Herren vorhaben. Hätte eigentlich auch der ORF machen können, gell? Sicher nicht. Ja, ich würde mal sagen, unter Anführungsstrichen Bildungsauftrag ist ein bisschen so die Unterüberschrift von unserem ersten Teil heute über den ORF, weil so richtig viel weiß man jetzt nicht über die Haushaltsabgabe. Na doch, das wird viel billiger für alle, viel einfacher. Ja, ja, also das ist alles, also die ganzen schönen Sachen, wenn gesagt, die ganzen nicht so schönen Sachen werden einmal, ich sage mal, ausgespart, bis es vielleicht zu spät ist. Ich möchte aber auch gerne die Wahrheit sagen. Ja, nur Schwurbler-TV, weißt du? Ja, ja. Weil alles andere wie der ORF ist ja Schwurbler-TV, ja? Mhm. Das sie privat finanzieren, und deswegen muss man den heiligen ORF, ja, den muss man ja zwangsfinanzieren. Wie gesagt, der heilige ORF ist ja zu 30% privat finanziert. Ja gut. Aber das ist nicht so schlimm anscheinend. Und wir müssen wirklich immer darauf hinweisen, der ORF hat ein Budget von 1 Milliarde Euro. Davon sind 300 Millionen Euro werbefinanziert und 700 Millionen Euro ist eben der Auftrag über die GIS finanziert worden. Also man kann 300 Millionen jährlich dafür schon nehmen, wenn man will. Ja, gut. Meine, aber man muss halt dann trotzdem sagen, ohne die anderen 700 Millionen vom österreichischen Steuerzahler oder jetzt... Milliarde, ja, ja. Euro Budget im Jahr. Der ORF ist ein Unternehmen mit einem Budget von über 1 Milliarde Euro pro Jahr. Er wird auch von uns allen, von den Bürgerinnen und Bürgern finanziert. Und er sollte nicht in seinem obersten Aufsichtsgremium parteipolitisch besetzt sein. Wer ist denn das Dreier, bitte? Wäre Russwurm oder was? Oder was? Wolfram Pirchner. Sehr süß. Nein, der ist schon in Pension. Aber da gibt es Menschen, die sind sehr, sehr teuer. Mhm. Unter anderem eben unser Generaldirektor. Teuer wäre nicht schlimm, gell? Wenn es wertvoll auch wären, diese Menschen. Eieiei. Was stimmt? Dieser Frage sind Harald Jungwortmeier und Bernd Kuschuh nachgegangen. Aber bevor wir uns jetzt schon ein bisschen im ORF-Bashing warmlaufen. Was schon wichtig ist zu erwähnen, es geht da nicht um ein ORF-Bashing. Wenn wir uns einmal anhören, was Höllwart und Scheer bei Ö24 erzählt haben, was sie vorhaben. Mhm. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir haben uns gedacht, Österreich ist ja letztlich ein demokratisches Land. Und warum fragt man nicht die Österreicher, ob sie den ORF eigentlich in dieser Form haben wollen? Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Was? Wir sind in einer Demokratie, aber so wie es der Herr Scheer, der schon so relativ
inbrünstig da erzählt hat. So einfach ist es gar nicht, als österreichischer Bürger oder als österreichischer Bürgerin was mitzubestimmen oder irgendwo dagegen zu sein, irgendwie Gesetze zu verhindern. Und wir haben gesagt, es geht so nicht. Wir möchten, dass die Österreicher gefragt werden, ob sie den ORF in der Form haben. Jetzt gibt es hier das Instrument der Volksbefragung oder Volksabstimmung. Volksabstimmung geht deshalb nicht, weil da braucht man ein Gesetz. Volksbefragung können wir als normale, einfache Bürger nicht veranlassen, sondern es kann nur der Nationalrat. Und somit haben wir einen Schritt weiter gedacht aus der Erfahrung der Impfpflichtsgeschichte, wo wir ja auch ein Volksbegehren gestartet haben, dass wir jetzt ein Volksbegehren starten. Das heißt ORF Volksbefragung jetzt, ist übrigens auch schon online, man kann also unter ORF-Volksbefragung.jetzt sich da ein bisschen erkundigen. Ja, du brauchst ein Begehren, dass du Befragung machen kannst, ne? Genau. Und ja, da super. Kannst du aber auch nur dann darauf hoffen, weil normalerweise werden ja solche Volksbegehren im Nationalrat so ein bisschen angesprochen, aber mehr so als Pausenunterhaltung. Und dann geht es wieder weiter mit irgendwas. Meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie schauen alle so ernst. Es ist in Wahrheit ein wunderschöner Tag heute. Es ist Volksbeteiligung heute zum Thema. Sie sitzen im Ausschuss für die Volksbeteiligung. Sie müssen eigentlich froh sein, weil das ist der Inbegriff der Demokratie. Deshalb seien Sie ein bisschen netter und schauen Sie ein bisschen freundlicher. Das ist, erschreckt mich ja fast als Bürger. Dass man also über ein Volksbegehren den Nationalrat dazu bringt, darüber nachzudenken, dass man eine Urabstimmung macht über den ORF. Da gibt es drei Fragen. Wir sagen, wollt ihr eigentlich noch den staatlich finanzierten ORF? Wenn ihr den wollt, wolltet ihr den mit Haushaltsabgabe? Oder soll er hier in Form einer Budgetierung, also durch den Staat finanziert, damit nicht jeder einzeln geschöpft wird, sondern das einfach verteilt wird. Ich finde schön, was er sagt. Er will eine Befragung, dass die Österreicher entscheiden dürfen oder können, in welcher Form wollen sie diesen ORF haben. Mhm. Und das finde ich nämlich schön. Weißt du, man sucht sich Anwälte, weißt, die sind ja nicht dumm und fangen einfach zum Wettern an, so wie irgendeiner wie ein Politiker, gell? Oder irgendwelche YouTuber. Ein bisschen Spaß muss sein. Weil er sagt, Befragung wäre wichtig gewesen, dass der ORF einmal schaut, ja, wie können wir uns verändern, ja? Warum sind wir so teuer? Ja? Oder erklärt, gewisse Sachen sind im Bildungsauftrag und gewisse Sendungen sind nicht im Bildungsauftrag. Der Hintergrund dieser Frage ist, weil man ja immer bedenken muss, dass der ORF ja nicht nur die Haushaltsabgabe hat, also nicht nur staatliche Finanzierung, sondern ein Drittel seines Budgets ja auch als Werbeeinnahmen hat. Und man muss auch schauen, zu welchem Zweck ist denn der ORF notwendig und braucht man ihn auch noch. Und es gibt da viele Leute, die meinen, er ist nicht mehr notwendig. Der öffentlich-rechtliche Auftrag wird eigentlich nicht erfüllt in den Kernsendern, natürlich ORF 3 und Ö1 vielleicht schon, aber in den anderen Punkten nicht. Und deshalb, warum soll ich dafür zahlen, obwohl ich ihn nicht konsumiere? Und diese Kernfrage wollen wir einfach die Bevölkerung über das Volksbegehren fragen. Vielleicht hätte man sagen können, ein Sender ist zu zahlen und der ist so und so teuer und die anderen Sender werden werbefinanziert, da läuft dann Dancing Stars oder was auch immer. Ja? Das wäre sehr interessant, das ist eine gute Idee. Oder ich brauch keinen Dancing Stars, das sollen die anderen machen, das sollen die Privaten machen, das gehört dorthin, das ist nicht wirklich Bildungsauftrag. Ja? Du hättest dann quasi die Möglichkeit zu sagen, vielleicht macht man sogar staatlich finanziert, dass man den Bildungsauftrag, also auch die redaktionelle Aufbereitung von Sendungen, wo es um Themen geht, die Österreich beschäftigen, ja, oder von mir aus auch Dokumentationen, dass man das quasi da abdeckt und die andere Geschichte, die auch Privatsender machen, die auch werbefinanziert sind, die sollen das einfach über die Werbefinanzierung machen. Aber ich brauche keine, ich weiß nicht, lotteriefinanzierten Bingo-Bongo-Shows. Wie wird ein Paddelboot noch genannt? Kojak, Kajak oder Anorak? Josefine, wie nennt man Ananas. Paddelboot? Wie? Ananas. Genau, weil mit 700 Millionen im Jahr wirst du ja Zeitung zusammenkriegen, oder? Oder halt eben einen kleinen, gut aufgestellten Nachrichtensender. Jemanden aufs Kreuz zu legen, kann auch Medaillen bringen und darin scheint Österreich ganz gut zu sein. Genau, und das finde ich interessant bei den zwei Herren, dass das eben keine Kampfansage ist, ja. Schon ein wenig, ja, dass man sagt, so, wir schauen jetzt, dass wir etwas auf die Beine stellen, dass die Demokratie gewahrt ist, dass die Menschen oder die Bürger in Österreich da mitreden können. Und dann muss der Nationalrat entscheiden. So wie du sagst, ist es sehr fragwürdig, dass man den Weg so gehen muss, ja, weil der Nationalrat, dem ist das scheinbar scheißegal, ja. Okay. Ist so. Es ist ja scheinbar im ORF scheißegal, ja, weil da wird einfach bestimmt, so, das sind so und so viel Euro
und das sind wir wert und deswegen müssen wir das zahlen. Deswegen finde ich den Ansatz eigentlich nicht schlecht. Was schon wichtig ist zu erwähnen, es geht da nicht um ein ORF-Bashing. Die Frage ist nur, ja, was macht der Nationalrat damit? Und bitte schreibt uns in die Kommentare, weil mir fällt nichts ein, wo einmal so eine Erfolgsbefragung wirklich einmal für den Bürger irgendwas Positives bewirkt hat, ja? Wo man sagen kann, so, man sieht jetzt im Nationalrat, das war ein wichtiges Thema, dann hat es eine Volksbefragung gegeben und dann ist so und so entschieden worden. Also mir fällt da jetzt kein Beispiel ein. Man muss Ihnen oft in Erinnerung rufen, dass Sie als Abgeordnete nicht die Vollzieher des Willens der Regierung sind, sondern Sie sind in Wahrheit diejenigen, die die Regierung zu kontrollieren haben, mit Ihren Gesetzen und mit Ihren Voten, die Sie haben. Ganz genau, Sie haben es erkannt. Sie machen die Gesetze, theoretisch. Praktisch gesehen kennen wir die österreichische Realverfassung. Und wenn man ins Parlament sieht, wie viele Regierungsvorlagen haben Sie schon abgelehnt? Noch keine. Also. Und deswegen ist auch fraglich, was der Nationalrat mit dem Ergebnis dann macht, wenn wir da unterschreiben. Ja. Wichtig ist es schon natürlich, dass einmal was passiert, ja, dass Sie die Politiker mal sehen, ja, da ist ein Thema, ja, dass man sich damit beschäftigen muss. Sie müssen diese Kontrolle ausführen und hätten Sie diese Kontrolle tatsächlich wahrgenommen in den letzten 2 Jahren, wären viele Missstände nicht passiert. Das Volk wäre nicht gespalten worden durch die unsägliche Politik der Regierung, die Millionen in Kampagnen reinbringt. Zuletzt habe ich eine Kampagne als Plakatkampagne gesehen, der Kunst ihre Zeit, der Zeit ihre Impfung. Dämlicher kann man es nicht machen. Aber ich finde den Ansatz trotzdem sehr gut. Das weil Sie hauen auch nicht drauf. Sie sagen ja einfach nur, das Volk sollte befragt werden. Ja, genau. Und auch dann in welcher Form. Und das ist das Interessante. Und da wundert es mich schon, dass weder Politik und die Medien, also der ORF selber, sich vorher diese Frage gestellt haben. Ja? Dass man sagen soll, jetzt schauen wir mal auf die Bevölkerung. Jetzt schauen wir mal, was die Bürger wollen. Ja? Sicher nicht. Oder was können sie die Bürger leisten? Und dann natürlich, selbstverständlich, dass du die rechtfertigst. Wie wertvoll bist du? Ja. Damit du sagen kannst, wie viel Geld will ich haben. Falls Sie Teenager kennen, dann kennen Sie ziemlich sicher auch das Wort Cringe. Cringe, das sind zum Beispiel so manche Chatprotokolle oder ältere Herren auf TikTok, jedenfalls alles, wo man vom Fremdschämen Gänsehaut kriegt. Heute wurde Cringe ganz offiziell zum deutschen Jugendwort des Jahres gekürt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe jetzt nicht wirklich was dagegen, dass man für gewisse Leistungen was zahlt. Ich feiere das. Zum Beispiel auch wir zwar, weißt, wir schauen natürlich auch andere Sender an, aber mitunter auch im ORF. Und dann verstehe ich schon, dass man sagt, schau, wir konsumieren das, ja, vor allem Zeit im Bild, ja, und die Nachrichten. Das Wetter. Und dann kann man ja schon sagen, finde ich okay, dass man dafür was zahlt. Ich bin nur mit der Qualität nicht zufrieden. Ich liefere seriöse Daten und Fakten. Ich sorge für Meinungsvielfalt. Naja, was heißt die Qualität? Die Sache ist, es gibt beim ORF zwei große Probleme. Das eine ist die objektive Berichterstattung. Und die beleuchtet alle Themen von allen Seiten. Danke für Ihren Beitrag, der all das erst möglich macht. Und das andere ist der politische Einfluss. Und es wurde ja immer gesagt, wir können den ORF nicht übers Budget finanzieren, weil sonst wäre der politische Einfluss zu groß. Weil, wenn zum Beispiel dann die FPÖ an die Regierung kommt, könnte es sein, dass der ORF starke Kürzungen ausgesetzt ist, außer er berichtet regierungskonform. Natürlich ist eine Gefahr. Jetzt haben wir bei aber jeder Partei übrigens, gell? Ja, aber die Sache ist, durch den aktuellen Stiftungsrat ist es jetzt schon so. Konkret geht es um die Bestellung des Stiftungsrates, die Besetzung des Stiftungsrates und des Publikumsrates, nämlich um das Problem, dass unseres Erachtens die Regierung einen Überhang bei den Stiftungsräten hat, die sie bestellt. Der ORF-Stiftungsrat besteht aus 35 Mitgliedern. 9 Mitglieder werden von der Bundesregierung entsandt, 6 Mitglieder wählen die Parlamentsparteien, 9 senden die Bundesländer und 6 kommen aus dem Publikumsrat. Allerdings werden diese Leute de facto auch von der Regierung bestimmt. 5 stammen aus dem ORF-Betriebsrat. Damit werden 18 von 35 Mitgliedern von den Regierungsparteien bestimmt, also die Mehrheit. Es ist verdeckt. Der Stiftungsrat bestimmt den Preis. Von der GIS. Ja, geil. Der Stiftungsrat bestimmt jetzt auch den Preis von der Haushaltsabgabe. Dieses ORF-Gremium ist quasi der Aufsichtsrat. Er entscheidet unter anderem über Budget und Gebühren und bestimmt den Geschäftsführer. Das heißt, es gibt da schon eine politische Lenkung und vor allem, der Stiftungsrat wird nach dem
nach der Regierungsauslegung besetzt. Das heißt, die Regierung, die die Koalition quasi schafft, hat gleichzeitig die Mehrheit im Stiftungsrat. Die wissen alle Bescheid. Das heißt, die Partei, die regiert, ist gleichzeitig die größte Macht in dem ORF. Und was noch oben dazu kommt, ist, wenn natürlich bei der Koalitionsbildung in einem Sideletter drinnen steht, wer der Chef von der ganzen Partie ist und der Generaldirektor aktuell von der ÖVP ist und der Stiftungsratsvorsitzende einen grünen Hintergrund hat. Also natürlich hat der Generaldirektor auch kein Parteibuch, aber wir wissen alle, woher der kommt, aus Niederösterreich und wie auch immer. Es gibt da ganz klare Zuordnungen. Der derzeitige Stiftungsratsvorsitzende ist der Grüne Lothar Lokl. Auch er wurde in einem Sideletter zwischen ÖVP und den Grünen noch vor seiner Wahl im Stiftungsrat festgeschrieben. Das heißt, zu sagen, wir können das nicht übers Budget machen, ist schon mal falsch. Weil es ist jetzt schon politisch kontrolliert. Das ist halt einfach so. Natürlich verstehe ich die Kritik, aber es ist einfach Realpolitik. Und ich habe das schon einmal gesagt, wenn wir keinen gemacht hätten und es so lassen hätten, wären wir die naiven Trotteln gewesen, so sind wir die korrupten Trotteln. Also man kann sich's aussuchen. Zu glauben, es geht gar nicht politisch, ist natürlich eine Vorstellung, die absurd ist. Und da wenn man, davon, wenn man davon ausgeht, dass diese Stiftungsräte ihre politische Idee durchbringen wollen. Ja? Kann ja sein, dass das Gutmenschen sind oder in die Medien sie auskennen und sagen, sie schauen halt wirklich auf den Bürger und auf die Informationen und auf den Bildungsauftrag. Wahrscheinlich ist das nicht so. Gell? Der ORF ist ein Unternehmen mit einem Budget von über 1 Milliarde Euro pro Jahr. Er wird auch von uns allen, von den Bürgerinnen und Bürgern finanziert. Und er sollte nicht in seinem obersten Aufsichtsgremium parteipolitisch besetzt sein oder Menschen dann auch ihr Einkommen daraus generieren. Wahrscheinlich ist es eben nicht so. Weil sie zum Beispiel eine PR-Agentur haben, wie es ja einige ÖVP-Stiftungsräte, nicht nur ÖVP, sondern auch von den anderen Fraktionen, Stiftungsräte haben, die natürlich ihren Kundinnen und Kunden dann auch vermitteln können, ich habe da einen besonderen Zugang zum ORF, ich kann euch ja vielleicht die eine oder andere Geschichte auch organisieren oder ein bisschen einen anderen Spin geben. Aber da kommen wir dann gleich zu unserem anderen Problem, und zwar, warum haben wir die Notwendigkeit, dass wir bei Ö24 reinschauen? Beziehungsweise ja. Der zweite Auftritt von Höllwart und Scheer, das ist übrigens nur Scheer, Höllwart ist auf der anderen Seite. Was schon wichtig ist zu erwähnen, es geht da nicht um ein ORF-Bashing. Die sind jetzt auch noch bei ServusTV. Ja, genau. Und die werden aber nicht zum ORF eingeladen. Ja. Die werden dann nicht quasi zu einer Diskussion für die Bevölkerung. Diskurs nennt man sowas auch. Diskurs ja? eingeladen. Ich lasse alle zu Wort kommen. Danke für Ihren Beitrag, der all das erst möglich macht. Sondern der ORF hat sich in den letzten Monaten darauf konzentriert, zu erklären, was Probleme sind, zu erklären, wie der Stiftungsrat funktioniert, zu erklären, wie der Preis jetzt ist. Aber ich als Unternehmer oder wir als Firma wissen zum Beispiel nicht, was da jetzt auf uns zukommt, weil bei der Haushaltsabgabe sind nicht nur Haushalte betroffen. Jeder Haushalt ist davon betroffen, aber nicht nur jeder Haushalt, sondern es ist eigentlich eine Doppelabgabe, weil auch jeder Unternehmer für seine Mitarbeiter das zahlen muss, also für Personen, die eh schon eine Haushaltsabgabe zahlen. Aber bevor wir uns jetzt um die Firmen kümmern, schauen wir mal ganz kurz, wie wir jetzt diese Volksbefragung zustande bringen, wo wir da hin müssen und was da dann passiert. Falls ihr wissen wollt, wo das ist. Ist übrigens auch schon online. Man kann also unter orf-volksbefragung.jetzt sich da ein bisschen erkundigen. Und warum zeigen sie nach unten? Weil da unten ein ganz ein kleiner Button ist. Da klickt man drauf und dann kann man zu den Volksbegehren. Die sind jetzt nicht nach Aktualität quasi geordnet, sondern das, was jetzt für uns wichtig war, ist zufällig ganz, ganz unten. Heftig, das sind die ganzen Volksbegehren. Anscheinend. ORF-Volksbegehren jetzt und da steht... Da gibt es drei Fragen. Wir sagen, wollt ihr eigentlich noch den staatlich finanzierten ORF? Wenn ihr den wollt, wolltet ihr den mit Haushaltsabgabe oder soll er hier in Form einer Budgetierung, also durch den Staat finanziert, damit nicht jeder einzeln geschöpft wird, sondern das einfach verteilt wird? Das sind drei einfache Fragen eigentlich, gell? Ja, das wäre relativ easy. Die Frage ist, wie kann ich das jetzt unterstützen? Wie geht das zur Online-Unterstützungsvolksbegehren? Ah ja, gut. Da muss man sich jetzt anmelden und dann kann man es unterstützen. Da kann ich nicht irgendwo unterschreiben hingehen. Das wäre doch viel zu einfach.
dann unbedingt bis nach unten hin scrollen, denn wie wir jetzt gehört haben, die neuen Anträge, die findet man jetzt beim Bundesministerium ganz unten. Ja, das heißt, wenn ihr das jetzt machen wollt, orfvolksbefragung.jetzt, da kann man dann mittels Handysignatur auch bereits seine Unterstützung abgeben, weil, wie wir wissen, man benötigt ca. 8500 Unterstützungserklärungen, um das Volksbegehren einreichen zu können. Und ab 100.000 Unterschriftserklärungen muss sich der Nationalrat grundsätzlich damit befassen. Ein Zeichen setzen ist ein Zeichen setzen und Demokratie ist, wenn man mitmacht. Okay, ist so. Aber die große Frage, die sich ihr da draußen natürlich stellt, ist, was kann ich jetzt machen, um dieser GIS, dieser neuen GIS zu entgehen? Was kommt auf mich zu, wenn ich ein Unternehmer bin, der in Zukunft auch extra doppelt ORF-Haushaltsabgabe zahlen muss? Die Haushaltsabgabe orientiert sich am Kommunalsteuergesetz, nämlich hinsichtlich des Unternehmensbegriffes. Und kann ich mich verstecken? Sicher nicht. Erinnert mich an das alte Volksbegehren, gell? Von dieser Gesundheitsfrage. Sie haben dieses Volk der Österreicher gespalten. Sie haben die Regierung nicht gestoppt. Sie haben Minister, die das befürwortet haben, nicht einfach schlicht rauskomplimentiert, sondern sie haben einfach abgestimmt, wie der Kanzler Kurz und seine Nachfolger es wollten. Da haben Sie auch viel Leute verstecken wollen. Es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Am besten ist, wir besprechen das dann morgen und zwar in alter Frische. Wir verabschieden uns. Schönen Abend noch. Bleibt's neugierig. Bis dahin. Alles Gute. Alles Gute. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Falls euch das jetzt zu wenig war, schaut in unsere Schauermals rein, die ich euch jetzt einblende. Bis zum nächsten Mal. Baba.